Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Endlich! Endlich geht es weiter mit Outlast! Ja, ich bin ein Freund. Ich freue mich tatsächlich, lange nicht mehr gespielt. Das tut mir echt schon leid, aber ich hatte die letzten Tage so mit meinem Nacken zu kämpfen. Der tut tatsächlich immer noch ein bisschen weh. Aber ich kann wieder zocken und dann geht's weiter, ne? Und da sind wir wieder seidisch. Hey, du, hier. Zum Glück. Er ist ja schon ein bisschen seltsam, wie er uns hier, ne? Und so. Und vielleicht irgendwo... Batterie? Hier. Außer unglaublich... Also seltsame Geräusche gibt's hier nur. Träume verkaufen. Also mal. Mein... Der ist... Er wieder. Ich würde ja echt gerne lesen, was da unten steht, aber es tut mir leid, so schnell bin ich, wo soll ich jetzt hier eigentlich lang? Kommt man hier vielleicht hoch? Ja. Nicht deine Nurse. Oh, diese Toiletten hier. Kann hier nicht mal jemand sauber machen? Ist ja wirklich nicht so schön. Das haben wir nicht gesehen. Na los, komm zu Papa. Komm schon. Geht's dir gut? Nö, die Tür will ich dann nicht öffnen. Das ist mir nicht sicher genug. Oh, komm schon. Oh, hier, Batterien. Oh, eigentlich da... Ach nee, die Nackenschmerzen will ich nicht zurückhaben. Das war... Oh, jetzt... Da war doch gerade was. Ja, sehr schön. Der hat uns da jetzt einfach so lang gelassen. Ich will mich wundern. Der mag uns nicht. Ein paar neue Dokumente. Nachruf von Dr. Wernicke. Nachruf unter Adresse keine Lust vorzulesen. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke. Entschuldigung.
Dr. Rudolf G. Wörnicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wörnicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrhundertwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wörnicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keinen Hinterbliebenen. Ja, ne? Ist halt ein bisschen einsam, der Gute. Ach, ja. Warum atmen wir eigentlich schon wieder so, als hätten wir einen Tod und Teufel gesehen? Oh. Hier kommen wir nicht lang. Und hier auch nicht. In Action. Wie bist du denn so... Oh, du bist so nervös. Es speichert. Also... Ich hab's wirklich nicht gerne, dass dieses Spiel speichert. Okay, hier kann ich auf jeden Fall nicht lang. Hier ist einer, der hat keine Hände mehr. Gut. Was willst du denn von mir? Hm. Hier kommen wir nicht lang. Hm. Was zum? Okay. Ich bin etwas verwirrt. Ja, dann geh doch darüber. Was sollte das denn werden? Naja, hier ist jetzt so... Wo musst du hin? Ich, hier passiert nichts, so können wir eigentlich... Hä?
das war so klar. Oh, oh nö, nicht schon wieder einer. Ach sorry, bitte mach noch nicht. Hey, da sind wieder Blutspuren. Juhu! Blutspuren hatten wir lange nicht mehr. Blutspuren sind immer ein gutes Zeichen. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Batterie oder so finden. Wir können uns bloß verstecken. Mein Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Oh, eine Batterie. Juhu. Der hätte uns auch nicht so viel weitergebracht, aber naja. Kannst du ja mal versuchen. Oh. Ich will nicht. Da fühle ich mich drinne sicher. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Markov hat ja ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Wundern würde es mich nicht. In die Haus. Naja, gute Möglichkeit zum Cut. Ich werde jetzt noch weiter aufnehmen, sodass wir auch für morgen ein bisschen Material haben. Ich danke euch für die Geduld und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.